Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist John Schmidt. Immer wieder werde ich mal gefragt, was es so für interessante Dividendenaktien gibt. Und meine Antwort im Moment ist darauf vor allem die Deutsche Post. Das ist für mich eine so gerade der attraktivsten Dividendenaktien überhaupt auf dem Markt. Sie bieten im Moment eine Dividendenrendite von 5,2% und sind, finde ich, wirklich günstig bewertet. Deshalb bin ich auch selber investiert und möchte euch hier heute nochmal das Unternehmen vorstellen und erklären, warum ich glaube, dass die gerade so günstig und so attraktiv bewertet sind. Ich werde zum Geschäftsmodell kommen, danach zähle ich ein paar Risiken auf und am Ende kommen wir zur Bewertung. Also los geht's erstmal mit der Umsatzverteilung. Das umsatzstärkste Segment ist das Segment Express. Hier werden 29% der Umsätze erzielt. Wie es schon im Namen drin steckt, geht es hier um besonders schnelle Lieferungen. Also hier geht es nicht darum, jetzt kostengünstig zu liefern, sondern es geht darum, dass es wirklich hier zack zack geht. Das ist zum Beispiel nötig bei Medikamenten, wichtigen Dokumenten oder Ersatzteilen zum Beispiel. Logischerweise dann auch relativ teuer. Klar, wenn man was schnell haben will, kostet auch immer viel Geld. Deshalb hat man hier auch eine recht hohe EBIT-Marge mit 17%, die mit Abstand höchste EBIT-Marge von allen Segmenten, auch der höchste Umsatzanteil. Also hier werden auch mit Abstand die meisten Gewinne erzielt. Das zweitumsatzstärkste Segment ist globale Spedition und Fracht. Im Prinzip relativ ähnlich wie das Segment Express. Nur hier geht es halt nicht darum, möglichst schnell zu liefern, sondern auch kostengünstig zu liefern. Also hier wird genauso auch Fracht quer durch die ganze Welt per Schiff und Flugzeug versendet. Hier werden 26% der Umsätze erzielt. Logischerweise ist das nicht so margenstark, halt, weil es halt eben auch um einen günstigen Preis geht. Hier hat man eine EBIT-Marge von 6%. Das drittstärkste Segment ist das, wofür die Deutsche Post auch im Prinzip bekannt ist, nämlich Post und Paket ausschließlich in Deutschland. Hier kann man sagen, dass die Umsätze bei den Briefen immer weiter zurückgehen werden in Zukunft, weil halt eben immer mehr halt digital geschieht. Immer mehr geht über E-Mail, man braucht einfach keine Briefe mehr, aber dafür werden die Umsätze bei den Paketen immer weiter ansteigen. Hier werden gerade 21% der Umsätze erzielt bei einer EBIT-Marge von doch recht ordentlichen 10%. Das viertstärkste Segment, bevor wir dazu kommen, möchte ich euch auf eine Aktion aufmerksam machen. Im Moment spende ich für jedes Abo, jedes neue Abo, 1 Euro an die Ukraine. Der Spendenbeleg wird natürlich auch gepostet werden, also nur einmal drücken für dich und zack geht 1 Euro an die Ukraine. Das viertstärkste Segment ist Supply Chain. Hier bietet die Deutsche Post Logistiklösungen an, beziehungsweise sie übernimmt für Unternehmen, auch für große Unternehmen, teilweise die komplette Logistik, wie zum Beispiel für Adidas oder für ASOS. Das kann man sich dann bei Adidas oder bei ASOS folgendermaßen vorstellen. Alle ihre Produkte sind schon im Logistikzentrum der Deutschen Post. Die IT-Systeme sind miteinander verbunden. Sobald irgendwas bestellt wird, bekommt die Deutsche Post das sofort mit, also sie bekommt sofort Bescheid. Dann kümmert die sich von A bis Z alles. Das Paket wird rausgeschickt, auch im Fall einer Retoure muss sich Adidas überhaupt nichts kümmern. Das macht alles die Deutsche Post. Und die Unternehmen können sich so wirklich nur auf ihre Qualitäten konzentrieren und müssen sich nicht mit der Logistik rumschlagen. Das kleinste, aber sehr wachstumsstarke Segment ist E-Commerce-Lösung, also E-Commerce-Solutions. Hier werden 7% der Umsätze erzielt und die EBIT-Marge liegt ebenfalls bei 7%. Was hier, finde ich, positiv auffällt, ist, dass die Deutsche Post deutlich facettenreicher, deutlich vielseitiger ist, als man sie so allgemein in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Sie sind definitiv deutlich mehr als einfach nur der Brief- und Paketzusteller in Deutschland. Jetzt kommen wir zur Umsatzverteilung nach Ländern. Die Deutsche Post macht 26% der Umsätze in Deutschland, 29% der Umsätze in Europa, halt ohne Deutschland, 22% in Amerika, 19% in Asien-Pazifik und die restlichen 4% im Nahen Osten plus Afrika. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, bin ich ziemlich überzeugt von der Deutschen Post, aber natürlich gibt es hier nicht nur Positives. Die zwei größten Negativpunkte möchte ich jetzt mal ansprechen. Der erste ist gescheiterte Innovation. Die Deutsche Post hatte zwei große Projekte, einmal Drohnen und Elektrotransporter. Gerade das Projekt Elektrotransporter wurde ja sehr stark kommuniziert. Da haben sie auch viel Lob für bekommen. Ich war schon damals ein bisschen skeptisch, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass die Deutsche Post jetzt mit Elektrotransportern ganz groß rauskommt. Hat auch nicht funktioniert. Man musste es am Ende mit viel Verlusten einstellen. Dasselbe gilt leider bei den Drohnen. Da ist zum Beispiel Amazon recht gut aufgestellt, aber ich denke mal, die kann man sich dann halt auch mal irgendwann, wenn es dann wirklich soweit ist, von anderen Unternehmen einkaufen. Also ist jetzt keine Katastrophe, aber mit Ruhm bekleckert hat man sich natürlich auch nicht. Halt eben zwei Sachen versucht, zwei Sachen gescheitert und es hat viel Geld gekostet. Der zweite Negativpunkt bzw. das zweite Risiko ist der Konkurrent Amazon. Am Anfang hat man sich natürlich sehr über Amazon gefreut, viele neue Aufträge. Mittlerweile haben die jetzt halt ihr eigenes Logistiksystem und brauchen die Deutsche Post nicht mehr so wirklich. Ich sehe jetzt nicht so die Riesenproblematik, weil es muss halt einfach das E-Commerce-Geschäft
rausgerechnet Amazon weiterhin gut wachsen und dann ist alles in Ordnung. Falls es natürlich Amazon den kompletten Markt übernehmen würde und es gibt kein anderes Unternehmen mehr außer Amazon, dann wird es schwierig für die Deutsche Post. Das wäre schon ein Problem, weil das ja schon einen ordentlichen Anteil der Umsätze ausmacht. Aber die Wahrscheinlichkeit halte ich doch für recht niedrig. Ich glaube, es wird auch andere Unternehmen geben und die Deutsche Post und Amazon können gut koexistieren. Kommen wir nun zu einem positiven Punkt. Man kann, denke ich, davon ausgehen, dass das E-Commerce-Geschäft auch in der Zukunft weiter stark wachsen wird. Da bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass immer mehr online gekauft werden wird. Man kann ja im Prinzip sagen, es gibt jetzt keine großen Risiken, es gibt jetzt auch keine Monsterchancen. Die Deutsche Post ist einfach ein solides Unternehmen, was jetzt keine Umsatzexplosionen zu erwarten hat, wo es jetzt aber auch keine riesigen Umsatzeinbrüche geben wird. Es ist einfach ein gutes Unternehmen, was, denke ich, die nächsten Jahre sich ganz gut entwickeln wird, was gut aufgestellt ist, wo man einfach ein sicheres Unternehmen hat und halt eben auch einen sicheren Dividendenzahler. Dazu kommen wir jetzt, nämlich zur Bewertung. Aktuell notiert der Kurs bei 34,70 Euro. Die Marktkapitalisierung liegt bei 42,3 Milliarden und die Nettoverschuldung bei 16,06 Milliarden Euro. Das entspricht dem zweifachen Jahres-EBIT. Eine zweifache Jahres-EBIT-Verschuldung, das ist absolut gesund. Also man sagt so, bis 4 ist absolut in Ordnung, 4, also 2 ist richtig gut, kann man sagen. Finanzsituation bei der Deutschen Post sieht also absolut top aus. Das KGV liegt im Moment bei 8,7, das KGVE bei gerade mal 8,1. Historisch gesehen lag das KGV eher so bei 14, 15, sowas um den Dreh. Also wenn wir jetzt mal aufs KGV gucken hier, historisch gesehen, absolut super günstige Bewertung, kann man nicht anders sagen. Finanzsituation, Verschuldungssituation auch top. Also das sieht für mich erstmal alles sehr, sehr gut aus. Die Dividende, die ist im Moment bei 1,80 Euro. Das entspricht einer Dividendenrendite von 5,2%. 5,2% Dividendenrendite, auch wenn ich jetzt nicht so der Mega-Dividenden-Fan bin, finde ich schon ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Die Ausschüttungsquote ist auch in einem gesunden Rahmen. Die liegt gerade bei 45%. Die Deutsche Post will auch so da so den Rahmen zwischen 40-60% halten. Also da ist man gerade auch auf jeden Fall absolut drin. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, die Anzahl der ausstehenden Aktien ist über die letzten 10 Jahre stabil geblieben. Also das geschieht auch jetzt nicht auf Pump oder so. Für mich spricht ja alles dafür, dass die Deutsche Post gerade sehr günstig bewertet ist. Deshalb bin ich investiert. Ich bin sehr überzeugt von der Aktie. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von der Deutschen Post hältst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.